Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück zu FMT 3. Und zwar kam jetzt die letzte Folge bei mir auch schon wieder seit ewiger Zeit nicht mehr. Und ich hoffe, die Musik, die ist mir gerade ein bisschen... Ja, gut, okay. Die ist mir gerade ein bisschen zu laut. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Folge aufgenommen habe. Seit wann ist hier Stein? Seit wann ist ein Skelett? Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz schlafen. Okay. Fisch, wir verarschen. Na klar. Wie immer. Immer wieder das Gleiche. Aktuell ist auch Valentin dabei. Aktuell telefonieren wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er gerade aufnimmt. Jedenfalls, ja, die letzte Folge kam vor ewiger Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo... Oh Gott, warum sind da so viel? Warum leckt hier alles? Jedenfalls ist da extrem viel los. Hohoho, ich habe kein Essen. Warum habe ich eigentlich kein Essen? Ach, ja, ja, ich habe kein Essen. Ich kann schlafen. Ach, stimmt. Moment. Ist... Okay, er hat es nicht raufgemacht. Anscheinend ist er wahrscheinlich irgendwo unter der Erde. Weil sonst würde er merken, dass es Nacht ist und dann vielleicht sogar schlafen gehen. Naja, jedenfalls, ich habe auch einen anderen Shader drin und hab mal mein Texturenpaket. Ein Namensschild? Namensschild? Ich hab keins. Das ist nur... Oh Gott. Alles meins. Gehört alles mir. Verstecke ich in irgendeine Kiste wie in der letzten Staffel. Alles meins. Ein Webstuhl. Hier ist ja das hier, genau. Das sind ja die ganzen Werkzeuge. Das sind die Brennstoffe. Das ist das hier, das ist das hier. Oh, jetzt kann ich nicht schlafen. Und wo ist der Mond? Ach, es wird wieder hell. Sehr gut. Oder? Doch, es wird hell. Boah, die Hühner, die nerven. Boah, wie die nerven. Die nerven. Oh. Oh. Was ist das? Moment, muss ich jetzt mal hingehen. Valentin hat mich schon vorgewarnt, dass irgendwas anders sein wird. Genau, der hat letztes Mal, Moment, den muss ich ganz kurz entfernen. So, leckt mal wieder. Ah, weg. Weg. So. Er hat das Thronlager weitergebaut. Da fehlen Fenster. Sind Fenster drin? Nee, Fenster sind nicht drin. Jedenfalls, das Thronlager sieht extrem, extrem schön aus. Auch dieses wunderschön glänzende Feld sieht schön aus. Und ihr seht ja gerade den Shader, gell? Es sieht einfach nur so schön aus. Ich bin einfach fasziniert von diesem geilen Shader. Ist mal wieder was anderes. Jedenfalls. Alternativ wäre ein von mir. Das. Wofür wäre das gut? Oh, da ist er. Da ist Valentin. Oh, hat er mich angerufen? Nee, hat er nicht. Okay. Da ist Valentin. Jedenfalls, was hat er da gemacht? Was macht der da? Weg! Aus meinem Land! Das gehört alles mir, habe ich mir gestern gekauft. Zeit, geupdatet. Getätet.
Was ist denn das hier für ein Klumbatsch? Was hat er hier gebaut? Ist das ein Haus? Wohnt er hier? Ach nee, ist er... Ach so. Konstrikt. Kann gar nicht mehr schreiben. So, sieht sehr... Also ich muss sagen, es sieht definitiv interessant aus. Ich habe jetzt gerade gedacht, das ist ein neuer Wohnort. Der wohnt hier irgendwie, der Dr. Valentin. Aber es sieht irgendwie interessant aus. Was hat er hier gemacht? Wo geht es da hin? Schienen? Ach so, okay, ja gut, ist nur unten. Das ist nur der Wartungsschacht. Ja, es sieht interessant aus. Wie findet ihr denn die Lava? An den Seiten jeweils... Drei Dorfbewohner. Ah, sind die schon da, die Dorfbewohner? Hinbekommen. Aha, ja, ich weiß es gar nicht, wie man die. Doch, man könnte. Man könnte die Dorfbewohner in ein Boot setzen. Nee, die Boote, steigen die auf? Tut mir jetzt ein bisschen... Aff. Hier steigen die Boote auf. Yep. Okay, das war noch für eine andere Antwort. Weiß ich gar nicht, wohin gerannt ist. Egal. Jedenfalls sieht das interessant aus. Muss ich sagen, sieht interessant aus. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich heute machen soll in der Aufnahme. Ich wollte einfach mal wieder aufnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob Valentin aktuell aufnimmt. Könnte sein, dass er aufnimmt. Und... Ja, yeah, okay. Jupp. Oh, Valentin. Jetzt rede ich mal wieder nach Jahren mit ihm. Also nach Wochen. Weiß ich gar nicht, ob es Wochen sind, bestimmt. So, guten Tag, Valentin. Hallo, Hallöchen. Guten Tag. Ja, guten Tag, guten Abend. Ja, hallo. Ja, ich nehme auf. Nimmst du auf? Ja. Ah, eine Dualfolge. Ah, das ist ein komplettes Konstrukt, oder? Das sieht ich, als ich hingelaufen bin, habe ich mir gedacht, sag mal, ist da hier irgendwas explodiert? Weil das sah so zerrupft aus. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber jetzt... Die ganze Erde verschwindet einfach am Ende und so weiter. Aber man muss dann quasi dann noch irgend so ein gescheites Haus drumherum setzen. Ja, jetzt sieht es auf jeden Fall interessant. Also, jetzt leuchtet es mir ein, was es sein soll. Davor irgendwie, ist da was explodiert? Ja, ich habe hier einfach quasi auch noch den Konzept vom Sammelraum gemacht. Das wäre hier unten. Hast du schon reingeschaut? Ja, ich habe da kurz reingeschaut. Ich habe schon gedacht, du hast irgendwie angefangen, dein Haus zu bauen. Das wäre aber dann ein bisschen, ja... Nee. Komisch gewesen. Ich habe erstmal es sehr einfach gehalten, und zwar indem ich quasi einfach so eine Trichterlohre einfach hier inklusive einfach alles einsammelt, weißt du? Mhm, inklusive ein mobiles Klo. Aha. Naja, gut, aber es warum muss noch fährt, warten. Warum fährt die eigentlich nicht? Also warum ist eine Truhe darunter? Nein, noch nicht. Ah, okay. Leider nicht. Das muss noch verbessert werden, alles drum und dran, weil momentan hat sowas noch viel mehr. Geht es auch mit Fässern? Ja, aber ich würde lieber, da es über längere Zeit laufen wird, würde ich dann vielleicht mal eher eine Doppeltruhe nehmen, wo es einfach alles endet. Kann man eigentlich Fässer miteinander verbinden, dass sie dann irgendwie... Nee, das ist das nicht. Dafür kannst du sie aber wirklich übersetzen, auch wenn festen Blocken drüber. Ah, okay. Und deshalb konnte ich auch vorher nicht Tag machen, weil ich versucht habe, einen Zombie zu bekommen, der einfach was in der Hand hält, weißt du? Ach so. Denn sobald ein Zombie was in der Hand hält... Also ein Item aufnimmt, kann ich mal nicht mehr despawnen. Ah. Für immer nicht mehr? Nein, denn hallo, wenn zum Beispiel ein Zombie einen Diamantblock aufnimmt, willst du nicht, dass er plötzlich verschwindet, oder? Plupp, weg ist er. Das wär's. Und dein Lacher ist weg. Ja. Deswegen, keine Ahnung, ich hatte mal Lust, den Skin ein bisschen zu updaten. Es sind nur kleine Veränderungen, wahrscheinlich kommt das nächste Update dann in 5 Jahren. Ja.
Okay. So. Und wie ist das, soweit ich gemacht habe, beim Lagerhaus? Es ist schön. Also ich kann da dagegen nichts sagen. Es sieht einfach schön aus. Ich habe mir auch mal das Texturenpaket geupdatet und in anderen Shader reingemacht. Es sieht realistischer. Also es sieht auf jeden Fall anders aus. Und das Drohnenlager finde ich schick. Das ist irgendwie modern, aber doch alt und es sieht irgendwie schick aus. Auch so aus mit den Öfen hier. Da kommen auch Truhe hin und so weiter, richtig? Ja, wo kommen Drohnen hin? Achso, in die Mitte. Bei den in die Mitte kommen auch noch Drohnen hin und so weiter. Nur ich hatte nicht genug Holz dafür, um das alles zu füllen. Und dann wird es noch einen Dachboden bekommen. Ah, okay. Ansonsten wäre das fertig. Aber ich finde es irgendwie auch entspannt und so weiter quasi, mehr oder weniger einzelne Gebäude mit Gebäuden zu bauen, statt was ein riesengroßes Komplex, oder? Ja. Oh ja. Aber ich würde sagen, du kannst dir vielleicht mal da das Haus nach Boden und so weiter bauen, wenn du willst. Wenn und die. Können die drüben eigentlich auch Zombies anlocken? Weiß nicht, aber auf jeden Fall mal. Diese Dinger? Die mit die hier. Welche? Moment mal, müssten da nicht mehr von denen sein, auf einmal? Theoretisch ja. Einen. Die Frage ist halt, was ist dort? Wo kommt der her? Die haben sind einfach gespawnt. Die sind einfach so quasi. Wenn du einen, der einen Banner trägst, tötest, bekommst du einen Effekt und so weiter, der, wenn du ein Dorf betretest, sofort eine Invasion startet. An was? Eine Invasion aufs Dorf, das du betreten hast. Ah, okay. Also wenn ich einen Banner bekomme, das platziere oder einfach nur... Wenn du den tötest, der den Banner trägt. Ah, okay. Und du willst nicht einfach so mitten in ein Dorf reinlaufen und plötzlich beginnt eine Invasion, oder? Also lustig wär's, aber... Naja, wie findest du denn überhaupt das kleine Feld? Klein und schön und nice. Ich hätte es natürlich auch noch größer gemacht, aber... Ich habe es einmal geerntet. Ich hätte es natürlich noch größer gemacht. Ich habe es einmal geerntet. Es war... Ja. Ja. Jedenfalls... Elfen die zwei Zeiten. Ich muss es wiederholen. Namensschilder findet man doch auch in Dungeons, richtig? Vielleicht. Also drüben ist ein Dungeon. Wo? Hinten habe ich doch letztes Mal gesagt. Ich kann durch deinen Hast Kopf schauen. Hast du reingeschaut in Truhen? Nein, ich war nicht mal im Dungeon drin. Zeig mir, führ mich dahin mal, bitte. Okay, bitte folgen Sie mir. Ich war, hab's noch nicht genau hingeschaut. Da müssen wir halt drüben rein. In die eine Schlucht. Okay. Denn wenn da ein Namensschild wäre, wäre es auf jeden Fall schön, da könnten wir quasi in der nächsten Nacht quasi einen Zombie da reinlocken, ihn benennen und am nächsten Tag uns dann über die Dorfbewohner kümmern, was wirklich ein Akt wert. Ich habe nämlich extra dafür Kolben und ein Boot geholt. Okay. Und wir quasi einfach sich vom nächsten gelegenen Dorf einfach rüber transportieren können. Das ist natürlich praktisch. Aua. So, damit müssen wir hierhin in diese andere Schlucht. Das ist noch eine dritte Schlucht. Und von dieser Schlucht aus führt ein Dings entlang da drüben. Achtung, Vorsicht, lass mich aber ganz kurz zurück. So, rechts, wenn du rechts lang schaust, hinten rein, da ist eine Mine. Ich denke, da haben wir Mine. Ja, rechts ist so eine Mine. Hinten. Okay. Deswegen, ich war da noch nicht drin. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Naja... Und ich bin komplett in der falschen Verfassung, was da aufzunehmen, aber scheiß drauf. Egal, ich bin ja da, ich kann noch was aufnehmen. Ja gut, abbauen kann ich nichts mehr, aber noch aufnehmen. Ach, weißt was, ich mache mir ganz kurz eine neue Spitzhacke. Und bist du wirklich sicher, dass da auch ein Dungeon ist und nicht einfach nur eine Minenschacht? Ich war da noch nie drin, deswegen keine Ahnung. Ne, weißt du, was ich mache? Ich mache mir noch eine Axt. So, jetzt aber. Zum Glück habe ich noch eine Satzspitzhacke. Oh, wie schön. Ich war da, wie gesagt, noch nie drin. Das Doofe ist nur, mein Shader ist aktuell so, wenn ich im Hellen bin, ist das dunkle schwarz. Ich sehe ja nichts. Oh. Also, es ist wirklich schwarz. Oh, Eisen. Tiefste Schwarze. Eisen. Oben in der Decke ist auch was. Okay. Ich räume einfach mal hinter dir her. Ich bin hier nur auch für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Truhen und so weiter, hier einfach quasi
damit ich quasi einfach eine gut funktionierende Eisenfarm herstellen kann. Ja. Seit wann nimmst du eigentlich schon auf? Eine kleine Weile. Nicht wirklich lange. Seit 3 Jahren. Naja. Durch. Ich nehme auf und hab trotzdem die letzte Folge noch nicht bearbeitet, ich im Kopf. Ach. Letzte Folge war? Habe ich am Wochenende aufgenommen. Ah, okay. Ich höre einen Zombie. Entweder ist der in der Schlucht oder da geht's mit den Minen. Gedönse weiter. Ach, ich habe ein Namensschild. Okay, wir können rausgehen. Ja. Habe ich doch Hey, du bist aber weit weg. Ja, aber Moment, halt, stopp. Da ist doch überall noch Essen und Gülle und du. Du denkst dir schon und so weiter. Sobald wir die Eisenfarm richtig am Laufen haben und ich dann einfach quasi regelmäßig AFK-Sessions habe und so weiter, wird quasi das Eisen quasi mehr oder weniger unsicher sein. Ja, dann sprudelt es einfach von Eisen. Hilfe! Oh Gott, wo bin ich? Ich habe keine Fackel. Oh. Ah, und durch den Shader sehe ich gar nichts. Ha. OMG. Ich muss was futtern. Achtung, bau dich schnell, ich bau dich hoch. Oh Gott, ich bin gleich Maus. Maus. Aha, sehr gut. Wie ist das jetzt eigentlich passiert? Ich habe... Ja gut, ich habe die eine Schiene. Keine Ahnung. Aber... Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ist mir auch scheißegal. Ja, die Musik passt auch überhaupt nicht dazu. Ah! Wo kommen die alle her? Das ist ja... Das ist eine Schiene. Frag mich nicht, auf jeden Fall mal. Ich denke, wir bräuchten noch mal genug Eisen für einen Amboss. Es werden 3 Eisenblöcke und noch zusätzlich... Also... 9... 3x9 ist... Ach man, ich bin nicht mehr so gut im Kopfrechnen wie früher. 3x9 ist 8. Was? Ja. Ist mir jetzt so rausgerutscht. Entschuldigung. Also, wie war's hier und so weiter? Ist das hier der Ausgang? Ja, das ist da. Vor allem, was ist denn das? Das ist jetzt schon wieder hier... Ich bin schon wieder, ein bisschen, verwöhnt von anderen Minecraft-Staffeln. Weil da habe ich schon wieder alles. Da habe ich Fackeln, da habe ich Essen, da habe ich ein Haus. Eigentlich, wie hieß die eigentlich neue Staffel? Ich habe eigentlich die Folge noch nicht Zeit gehabt, die neue Folge anzuschauen. Sun Valley. Sun Valley, was ist das für ein Projekt genau? Ich habe mir noch nicht komplett da Zeit gehabt, mich darüber hinaus zu informieren. Es ist ein Projekt wie Dark Hollow. Mehrere Survival-Spieler einfach nur so da. Hier. Ja, Survival-Spieler. Survival-Spieler, aber mit dem Epic World Generator. Ah. Und kann man Survival spielen. Das andere ist auch noch, nach dieser Staffel wird es entweder eine weitere Survival-Staffel geben oder davor noch ein anderes Projekt und danach wieder eine Survival-Staffel. Da bin ich mir aber aktuell noch nicht sicher. Ich habe jedenfalls mal diesbezüglich Nitrado angeschrieben, ob die da irgendwie ein Sponsor sein können wegen dem... Es wird größer. Okay, gut. Aber da weiß ich bisher noch nichts. Die haben zwar geschrieben, ja, hey, wir haben es weitergeleitet. Ich denke mal, ich kann verstehen, was du willst, denn wir bräuchten jetzt gerade viele Eisen für einen Amboss, damit wir das Namensschild verwenden können. Ja. Du hast noch in LPMT 2 und 1 dieses Bett-Feature hinzugefügt, gell? Das Bettschlafen. Yep. Habe ich erstmal hier draußen gelassen, weil wir sind nur zu zweit und man ist selten quasi zusammen auf dem Server. Ja, das stimmt. Bei größeren Projekten ist es sinnvoll, aber Projekte so klein wie das hier? Klein und fein. Oh. Wo war das eigentlich nochmal? Wir haben doch irgendwo
so ein Tunnelsystem gehabt, wo wir uns ja innen verlaufen haben. Da haben wir ja irgendwo eine Basis gebaut, da haben wir ja Bäume gepflanzt und so weiter. Das war ja irgendwo im Untergrund. Ja.